Herzlich willkommen bei diesem ersten Impuls der Fastenzeit. Also jedes Jahr vor Ostern habe ich 40 Tage Zeit, mich auf Ostern vorzubereiten. Und ich frage mich immer wieder neu, wie kann ich diese Tage so gestalten, dass ich gut auf Ostern vorbereitet bin. Aber 40 Tage sind ganz schön viel. Und ich will sie nicht alle zugleich im Blick nehmen, weil da kommt nichts bei rum. Also fokussiere ich mich mit Ihnen auf diese erste Woche und zwar eigentlich nur auf Minuten. Und ich lade Sie ein, einfach mal die Kraft der Minute zu entdecken. Schauen Sie in der kommenden Woche doch mal, ob Sie mal eine Minute Zeit haben, die Sonne auf Ihrer Haut zu spüren oder in die Wolken zu schauen und zu gucken, wie viele Grautöne gibt es da eigentlich. Oder einfach zu sehen, wie Atem kommt und geht. Oder Sie genießen einfach mal eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Tee. Gucken Sie in der kommenden Woche doch mal, was diese eine Minute Ihnen bringen kann.